Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Vorher versus Nachher. Heute mit dem neuen nordschwedischen Kaltblut versus dem alten nordschwedischen Kaltblut. In dem Fall treten Wintercrush gegen Stormheart an. Stormheart wird auch noch meine Level 1er Champi-Reihe komplettieren mit zwei weiteren Championaten. Aber ich wollte jetzt erstmal den direkten Vergleich machen. Und wie könnte ich den besser beginnen, als wenn ich die Pferde mal direkt nebeneinander stelle, man den ultimativen Vergleich quasi direkt nebeneinander sieht, bevor ihr dann auch gleich die Gangarten nochmal einzeln seht. Ja, hier so direkt auf den ersten Blick fällt auf, dass der Fesselbehang beim alten nordschwedischen Kaltblut doch deutlich stärker ausgefallen ist. Das will ich weder beim alten noch beim neuen als Pro oder Contra sehen, denn ich habe mir einige Bilder auch online angeschaut bei Google und es ist tatsächlich doch so, dass der Fesselbehang beim nordschwedischen Kaltblut recht unterschiedlich ausfällt. Von daher ist durchaus beides realistisch und denkbar und kein Punkt für mich, also bei beiden Pferden jetzt kein Punkt für mich zur Kritik oder zum übermäßigen Loben, denn das ist durchaus beides möglich. Was wir auch beim alten schon sehen, das hatten auch die alten sehr schön, ist diese Fellstruktur, natürlich alles immer im Rahmen der Möglichkeiten, da waren das eher noch ein paar mehr Striche, tut dem Ganzen aber keinen Abriss, sieht definitiv genauso flauschig aus, wobei vielleicht sieht das, ja, das neue sieht ein kleines bisschen flauschiger aus, würde ich sagen, aber seitdem hat sich natürlich auch von den grafischen Möglichkeiten her einiges getan. Wenn wir die beiden jetzt mal von hinten sehen, dann fällt auf, dass das alte einen etwas ausladenderen Herzchenpopo hat. Wir haben hier oben auf der Gruppe so einen leichten Knick, also deswegen kommt diese Herzform zustande. Generell ist das alte doch ein ganzes Stückchen breiter und auch ein kleines bisschen größer. Tatsächlich ist das aber auch mit der Größe so eine Sache, denn das nordschwedische Kaltblut kann tatsächlich auch ein Pony sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde das gerade tatsächlich mal auf meinem Handy nachschauen, damit ich euch da nichts Falsches sage. Einen ganz kleinen Augenblick, was Wikipedia dazu sagt. Nordschwedisches Kaltblut. Vielen Dank, liebes Handy. So, genau, 1,45 bis 1,60. Das heißt, das nordschwedische Kaltblut kann durchaus noch ein Pony sein. 15 cm Stockmaß, die erlaubt sind, sind ja doch eine ganz schöne Differenz. Und das alte ist halt eher ein schwedisches, nordschwedisches Kaltblut im Endmaß, während das neue eher ein wenig kleiner daherkommt. Finde ich jetzt aber beides nicht weiter tragisch. Manche sagen auch, das neue sieht so ein bisschen eher aus wie ein stämmiges Warmblut oder wie ein zu groß geratenes Pony. Finde ich gar nicht mal unbedingt. Das ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich muss aber sagen, dass ich beide auf ihre Art und Weise als würdige Vertreter der Rasse empfinde und da jetzt keinem wirklich den Vorzug geben würde. Mir gefallen alle beide sehr, sehr gut und auch nach wie vor mag ich das alte sehr, sehr gerne. Der Hals ist tatsächlich recht ähnlich. Der ist bei beiden sehr kräftig, ebenso wie der Kopf. Da ist jetzt der Unterschied gar nicht so großartig anders. Nur natürlich bei dem alten wird der Kopf etwas höher getragen als bei dem neuen. Das ist einfach so dieser neue Stil. Ja, aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war so jetzt hier der direkte Vergleich nebeneinander. Und wir schauen uns jetzt das Ganze doch mal in den Gangarten an. Rückwärts richten, steigen, Schritt, Trab, die unterschiedlichen Galopptempi, das Springen und natürlich auch noch der Sliding Stop.
Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich hat definitiv das neue nordschwedische Kaltblut die Nase vorn. Wenngleich das alte auch in zwei Punkten mir auf seine eigene Art und Weise ähnlich gut gefallen hat und in einem Punkt sogar einen kleinen Ticken besser. Das, ich nenn's mal Duell, geht für mich 3-9 aus. Das Rückwärtsrichten hat mir beim neuen Modell besser gefunden, weil es in sich einfach lockerer aussieht, während das alte Modell ein klein wenig zögerlicher wirkt. Das Steigen wiederum gefällt mir beim alten Modell irgendwie besser. Man kann natürlich argumentieren, wie realistisch ist es oder wie steigen generell die Kaltblüter. Sind die eher auch so ein bisschen, dass sie höher steigen, wenn sie denn steigen? Oder eher ein bisschen gelassener und bleiben eher am Boden der Tatsachen. Aber rein vom Aussehen her finde ich das alte Steigen einfach ein klein wenig spektakulärer. Deswegen geht da der Punkt für mich tatsächlich an das alte Modell. Die nächsten beiden Punkte für den Schritt und für den Trab gehen einfach erstmal an das neue Modell, weil ich finde, dass es lockerer aussieht. Es schwingt irgendwie schöner mit und ja, ich finde einfach, dass es beim alten Modell ein bisschen steifer und hakeliger aussieht als beim neuen. Der Arbeitsgalopp wiederum gefällt mir eigentlich bei beiden sehr gut. Ich finde, dass die Animationen beim alten definitiv zum Modell passen und von daher auch nicht schlecht getroffen sind. Beim neuen das Ganze auch wieder ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen flüssiger. Aber für mich bekommt beim Arbeitsgalopp wirklich, bekommen beide Modelle einen Punkt. Beim leichten Galopp, beim etwas schnelleren Galopp, und beim Renngalopp, eigentlich gibt es ja diese mittlere Abstufung gar nicht mehr unbedingt, hat für mich das neue Modell wieder eher die Nase vorn, weil es sich einfach mehr streckt und ab einem gewissen Tempo galoppiert ein Pferd einfach nicht mehr so in sich geschlossen und wird im Körper einfach länger. Und das, finde ich, ist bei dem neuen Modell definitiv besser getroffen als bei dem alten und deswegen gehen da meine Punkte an das neue Modell. Beim Sliding Stop konnte ich mich tatsächlich auch wieder gar nicht so richtig entscheiden. Zwar sehen die neuen Animationen ein bisschen lockerer aus, aber ich fand es jetzt auch beim alten nordschwedischen Kaltblut nicht unbedingt schlecht. Und das, was mich ja immer so ein bisschen gestört hat, nämlich dieses Maul aufsperren, was ja in diesem Fall eigentlich ein Anzeichen von Schmerz ist, hat das alte nordschwedische Kaltblut nicht gehabt. Deswegen habe ich da nochmal einen Punkt an beide vergeben. Und der letzte Punkt für Springen geht nochmal knapp an das neue nordschwedische Kaltblut. Ich fand das jetzt auch beim alten nicht unbedingt schlecht, aber beim neuen fand ich einfach, dass das eine der allerbesten Springanimationen des kompletten Spiels ist. Es ist einfach stimmig, es ist flüssig, die Fesseln werden nicht zu sehr gebeugt beim Wiederaufkommen. Die Vorderhufe sind schön unter den Schwerpunkt gezogen. Die Hinterhufe machen nochmal so einen kleinen Schwung nach oben. Das hatte ich ja schon im Kaufvideo von Sunny Wish auch erwähnt. Von daher, die alten waren nicht schlecht, aber die neuen sind einfach meine absoluten Favoriten im ganzen Spiel. Und deswegen konnten da die alten einfach nicht gegen ankommen. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie würdet ihr denn die Punkte vergeben? Welche Animation oder welches Modell gewinnt für euch overall? Seid ihr eher Team alt? Das klingt so doof. Oder gefallen euch die neuen Animationen, das neue Modell besser? Ich bin gespannt und schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Auch wenn für mich das neue gewonnen hat, muss ich auch sagen, dass das alte nach wie vor für mich seinen Charme behält. Ich mag es nach wie vor sehr, sehr gerne und werde das definitiv in Ehren halten. So viel auf jeden Fall vorweg. Und ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich altes versus neues nordschwedisches Kaltblut gefallen. Und damit macht's gut. Bis morgen. Tschüss.